Also, wir haben uns ja eine Kleinigkeit überlegt. Es sind eigentlich kaum welche eingeweiht, deswegen hoffe ich, dass das jetzt alles eine schöne Überraschung ist. Zu den Eingeweihten gehören die zwei Mädels hier und die wollen euch jetzt eine Geschichte erzählen. Artax war sein ganzes Leben lang ein stolzer Hengst gewesen. Doch nun lag er in seiner Box, alle Vieren sich gestreckt und röchelte schwerlich. In der Box daneben stand ein junges Fohlen, das ihn munterte anstupste. Du musst ein wenig Wasser trinken, dann geht's dir wieder besser. Aus wässrigem Auge schaute Artax das Fohlen gutmütig an. Er wusste es besser, doch er tat ihm den Gefallen und schlürfte ein wenig Wasser. Tatsächlich erholte er sich ein wenig, zumindest so viel, dass er sich wieder aufrichten konnte. Erzähl mir von deinem Leben, bat das neugierige Fohlen. Artax schüttelte den Kopf. Es gibt nichts zu erzählen. Aber da erinnerte er sich wieder. Doch, ja, eine Geschichte gibt es. Daran werde ich immer denken. Damals hatte ich einen Herren, von dem möchte ich dir erzählen. Dieser Herr, er hieß Martin, war damals noch ein junger, ungestümer Mann. Vor frühester Jugend an wollte er Soldat werden. Deshalb trat er in die Armee ein. Er war noch nicht mal 18, aber ein wilder Draufgänger. Er liebte das Soldatenleben und er liebte mich. Ja, wirklich. Er mochte mich so sehr, dass ich sein ständiger Begleiter wurde. Gleich nach dem Aufstehen sah er nach mir, brachte mir Futter und sorgte mich und rückte mir aus. Er wusste, was ich gehörte, auch uns Tieren gegenüber. Bis spät abends fand er die Zeit, mit mir auszureiten. Vor allem im Frühling und im Sommer hatten wir viel Spaß miteinander. Dann wurde es wieder Winter. Es schneite und es war kalt. Obwohl es schon dämmerte, kam er nochmal zu mir, sattelte mich und ritt wieder mit mir aus. Auch ich war damals jung und mit gefielen seine schnittigen Ausritte. Kälte hin oder her, so konnte ich es kaum erwarten und galoppierte so schnell ich konnte aus der Stadt hinaus. Doch wir waren kaum draußen, als mich Martin scharf am Zügel riss. Obwohl ich es nicht verstand, reagierte ich sofort und blieb stehen. Direkt vor uns im Schnee lag eine Gestalt, die erschrocken vor sich hin wimmerte. Sicherlich hatte dieser Mensch Angst. Martin könnte ihm etwas tun. Soldaten waren in der Bevölkerung nicht gerade beliebt. Man wusste nie, was sie mit einem anstellen. Ich wusste auch nicht, was Martin vorhatte. Er fragte die erbärmliche Gestalt vor uns. Hast du keinen Platz zum Schlafen? Die Gestalt zitterte. Ich wusste nicht, ob vor Angst oder weil er ganz einfach fror. Nein, stotterte sie endlich. Spätestens jetzt wusste Martin, dass er einen Bettler vor sich hatte. Und dann geschah es. Er zog sich seinen Soldatenmantel von den Schultern, nahm sein Schwert und teilte den Mantel mitten in zwei. Die eine Hälfte reichte er dem Bettler, die andere wickelte er um sich selbst. Nimm und wickle dich ein, so hast du es wenigstens ein wenig warm. Der Bettler wusste gar nicht, wie ihm geschah, aber er tat, wie ihm befohlen, und wickelte sich ein. Darauf wendete er mich und ritt wieder nach Hause. Die Begegnung mit dem Bettler hatte ihn sicherlich aufgewühlt. Am nächsten Tag flüsterte er vor sich hin, ich habe von Jesus geträumt. Seit dieser Zeit wirkte er in sich gekehrt. Leider dauerte es nicht lang und er verließ das Heer. Damals wurde ich von ihm getrennt. Bedauernd schaute Artax das Fohlen an. Hast du nie mehr von ihm gehört, wollte das kleine Fohlen wissen? Doch schon. Weißt du, Martin ist später ein berühmter Mann geworden. Das hat sich bis zu mir herumgesprochen. Und das kam so. Der Bettler hatte anderen Bettlern davon erzählt, dass Martin ihn vor dem Erfrieren gerettet hatte. Und die wiederum haben es weitererzählt. So wurde Martin überall bekannt und die Menschen bedrängelten ihn und wollten ihn zum Bischof machen. Doch Martin war ein bisschen ein bescheidener Mensch. Er wollte das gar nicht. Er hielt sich selbst für das
für dieses Amt gar nicht geeignet. Als die Menschen wiederkamen, um ihn zu fragen, versteckte er sich vor ihnen im Gänsestall. Aber Gänse sind einfach dumm. Ich mochte sie noch nie. Sie kapierten nicht, dass Martin sich verstecken wollte. Die Gänse schnatterten so laut, dass sie seinen Aufenthaltsort damit verrieten. So wurde Martin am Ende doch noch Bischof. Und alle Leute erzählten, er wäre ein wunderbarer Bischof geworden. Am Ende dieser Geschichte fühlte sich Artak so gut wie schon lange nicht mehr in seinen alten Tagen, und das Fohlen bewunderte ihn, weil er der Gefährte des berühmten Bischofs Martin gewesen ist. Yoshi ist eindeutig geeignet als Martins Pony. Und jetzt weiß ich gar nicht, ich habe ja schon Suppe gegessen, sonst würde ich sagen, gehen wir langsam wieder rüber, noch ein Süppchen und die Beine.